So, weiter geht's mit Live Alive. Und ja, nachdem wir hier so gut wie gar keinen Progress gehabt hatten im letzten Teil. Ja, kann man nicht so nicht sagen, aber There's the bell. werden wir natürlich jetzt versuchen, hier etwas vorsichtiger zu sein bei diesem Zahnradlabyrinth. Wir werden erstmal speichern. Das habe ich nämlich beim letzten Mal nicht mehr gemacht. So, und nun ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Das kriegen wir doch bestimmt hin. Bam, 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 bam. Möchte ich das denn? Wenn ich da drüber gehe, dann habe ich da. Nee, dann. Das ist eine Falle. Das ist eine Falle. Okay, da kann ich schon mal nicht einfach so entlang. Und da kann ich auch nicht entlang. Also muss ich den Schalter einmal betätigen. Das. Okay. Okay. Wurde da hinten denn auch was verändert? Nee, sieht nicht so aus. Das heißt, ich muss sogar das Seil benutzen. Sehe ich das richtig? Anscheinend. So. Versuchen. Warum ist denn? Wurfhaken, ne? Okay. So. Hier haben wir auch einen Schalter. Ich betätige den mal. Da könnte ich auch sogar schon hin, wenn ich mich nicht irre. Aber ich möchte natürlich schauen, was ich hier noch so abgreifen kann. Ich möchte natürlich nicht in eine Falle laufen. Denn wenn ich da rüber gehe, bin ich erstmal safe. Oh nee, doch nicht. Habe ich es verkackt, Leute? Habe ich es verkackt? Nein, ich wollte nicht. Weiß nicht, ob ich da wieder zurückkomme, wenn ich dann. Ist ja was? There's the bell. Wir werden erstmal hier wieder zurückgehen. Und eigentlich komme ich doch da wieder zurück, oder? Genau, ich kann doch einfach. Okay, was passiert denn, wenn ich das bediene? Das juckt mich eigentlich da hinten gar nicht, oder? Ganz ehrlich. Ja, wir müssen so entlang. Oh nö, ne? Ich glaube, ich hab's doch verkackt. Nee, 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 wir haben's nicht verkackt. So. Wir müssen jetzt leider nur eine ganz große Runde gehen. Weil wir natürlich die Truhe da einsammeln wollen. Und da links geht's aber auch weiter. Und da ist auch eine Truhe. Hä? Ja, wir sammeln erstmal das ein. Shift-Roller, okay. Könnte noch sehr wichtig werden.
auf keinen Fall drauf. So, dann gehen wir wieder hier entlang. Die Frage ist, natürlich kann ich jetzt hier runter. Aber eigentlich möchte ich ja auch darüber, aber irgendwie habe ich da keinen Schalter gefunden. Für. Ich wünschte, ich könnte da runterschauen, um zu sehen, ob ich speichern. Genau, ich habe nämlich den Schalter auch. Hier ist auch einer. Okay, what? Wo bin ich eigentlich? Sehr gut. Okay. Können wir nämlich hier rüber. Gehen wir hier rüber. Oh, da komme ich aber nicht mehr zurück. Interessant. Was machen wir? Eigentlich möchte ich die Leiter runter. Gucken wir erst die Leiter runter oder... Schwierig. Nee. Wir machen das anders. Wir gehen erstmal hier rüber. Da ist nämlich ein Schalter. Ich habe es gerade erspäht. Oh, noch einen. Okay. Hey. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ach so, der geht sowieso rüber. Oder war das gerade auch schon? Nein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass beide gerade in eine andere Richtung gefahren sind. So, dann haben wir eigentlich alles hier geholt, was wir holen konnten. Und dann gehen wir jetzt hier runter. Wo sind wir hier? Lass mich kurz überlegen, wie wir hier weitermachen. Wir sind ja schon fast da. Oh, wow. Ich traue dem Braten irgendwie nicht. Deswegen gehen wir erstmal hier hoch und schauen uns das Ganze von oben an. Das ist eine Falltür, ne? Da sind auch Falltüren. Ich habe noch ein Wurfnetz. Oh, wie komme ich denn da dran? Neugierig. Okay. Das ist nicht allzu schwierig. Frage ist nur. Ja, okay. Da ist eine Truhe. Was ist das hier für eine Falle, ey? Sowas gibt's doch gar nicht. Wie soll das funktionieren? Shinobi Handgelenkschutz. Hab ich schon.
Okay. Hier wäre die Abkürzung gewesen. Dann nehmen wir das. Fuma Wurfstern. So, wo sind wir hier? So viele Wege wieder, so viele Wege. Erstmal hoch. Was ist hier los? Okay, die werfen mich einfach. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Die Truhe möchte ich eigentlich schon gerne haben. Aber das scheint mir sehr schwierig zu sein, die zu ergattern. Ich. There's the bell. Leute. Leute. Ey, durch die Mitte ist tödlich. Ich kann nicht durch die Mitte gehen. Das ist doch Bullshit. Das ist doch echter Bullshit. Hausgemachter Bullshit. Oh mein Gott, ich bin sowas von erledigt. Ein Genji-Helm. Das sieht gut aus. Na, 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 na. Das, werden wir speichern. So, mach einfach mal so links so eine Gasse frei. Das wäre so echt nett von euch. Oh, das könnte. Ah! Das könnte es sein, wollte ich sagen, aber so einfach machen sie es mir dann doch nicht. Bye bye, ihr Säcke! So, und jetzt noch 60 Tour. Nach unten, nach unten, nach unten. Oh. Oh, bin ich gearscht? Wow. Okay. Das habe ich irgendwie überraschenderweise gut gemeistert. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Frage ist nur, ob wir den Rückweg auch so gut hinbekommen. Jo. Sehr freundlich. Vielen Dank für eure Zusammenarbeit. Und ich hoffe, wir sehen uns nie wieder. Okay. Ja, ich glaube, wenn wir da immer entlang gehen. Was ist das? Dann sind wir auf jeden Fall auf der richtigen Fährte, sag ich mal. Ich habe nur so die Befürchtung, dass. Was ist hier los? Ja, ich glaube, das mache ich tatsächlich jetzt mal, weil ich keine Ahnung habe, was die da hier so drauf haben. Und auch diese Statuen sind natürlich sehr verdächtig. Diesmal habe ich auch kein Tutorial bekommen, was hier eigentlich Phase ist. There's the bell. My, my. You must be tired after such a long journey. Da war was. Das war dieser Puppet Master. Would you stop and have a cup of tea with me? Come now, come now. Nö.
Einfach mal nö. What? What? Wait, wait, wait. There's no need to hurry off. Your tea will be ready. Das ist fies. Well, well. Looks like so right through me in my little trap, didn't you? There. I've gone and disabled it. You may rest easy in the knowledge you will not fall. Go on, sit yourself down. What's the matter? Don't you trust me? Nein. Not one bit. My, my. There really is no fooling you, is there? You've well and true. Ich möchte nicht gegen dich kämpfen. So it goes. Anyway, your tea's ready. Do tell me, though. And be honest. Have you enjoyed playing with my many puppets and contraptions? They're not all traps, you know. Take this beautifully crafted body of mine, for instance. A work to rival God's own. If I do say so myself! Mist! Wie fies, dass die Leiter da hochgefahren wurde. Menü. Gegenstände. So, was haben wir denn hier alles? Der war gut. Der war gut. Wow, das war nicht so stark. Egal, machen wir nochmal. Ich meine, wir werden eh gleich laden, aber jetzt kann ich wenigstens ein bisschen das rumspielen. Oh, das ist natürlich nicht so nett. Ups. Wie soll ich das später überleben? Ganz ehrlich. Gegen den letzten Boss. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich irgendwas hart übersehen habe. Aber who knows? Who knows? Ich lasse mich überraschen. Gut, dass ich vorher gespeichert habe. Seht ihr? Es ist immer cleverer, vor ein Backup zu machen. Oder einen Backup-Plan zu haben. So, dann müssen wir jetzt hier entlang? Ja, wie kommen wir da hin, ist die Frage. Hallo. There's the bell. Origin. Oh, wow. You barge into my personal chambers, knowing full well that I am a princess? Hardly. We had no idea you'd be here. But since you are, and have seen us, we cannot allow you to live. Someone! Help me, please! Wenn ich jetzt reingehe, sehen die mich dann, oder kann ich da einfach vorbeigehen? Who are you? Fuck! Mist! Mist, Mist, Mist! Und ich kann nicht fliehen. Geil. Warten.
Warten. Das wollte ich nicht, aber... Mist! Ah. Trial and Error. So sieht's aus, Leute. Das kommt davon, wenn man sich nicht auf sowas vorbereitet. Aber ich meine, hey, ist es so nicht auch irgendwie witziger? Ich meine, natürlich hätte ich mir irgendwie so einen Guide mir nehmen können oder so. Aber mir macht es persönlich auch so mehr Spaß halt. Ja, wir können hier nicht lang. So, wie packen wir das an? Lass dich nicht stören. Schlaf weiter. So, was ist denn, wenn wir hier runtergehen? Das ist doch eine Falle wieder, ey. Anscheinend nicht. Okay, ich dachte schon, nee, wäre wieder so ein Geheimgang, aber es war einfach nur die Glocke. Wo sind wir hier? War ich hier? Ach, das war das. Okay, gut zu wissen. Stellt sich nur die Frage, wie wir echt dahin kommen. Fakensatz. Oh, dieser Gang, ey. Hier geht's runter. Das ist nicht gut. Ich muss hoch. Ist auch kacke, Leute. Ich bin aber neugierig. Das ist so mein hartes Problem. Wow. Ich habe nicht aufgepasst. Nein! Ich werde eh laden, aber ey, Mann! Ist das ärgerlich! Kann sich nur noch um Stunden dauern. Also keine Ahnung. Ist. Wie kommt man denn hier normalerweise hin? Das ist so meine Frage. Hier gibt es halt viele Gegenstände. Ich weiß nicht, ob ich laden soll oder... Das macht mich immer schwächer. Hier geht's weiter runter. Da möchten wir nicht hin.
Hier war er und dann kommt man so dahin. Ich habe den Gang nicht gesehen, ehrlich gesagt. Und ich möchte eigentlich auch gar nicht wissen, was diese Katze da ist. Das ist doch eine Falle. Sie ist eine Katze. Sie ist eine Katze. Oh nein, ich habe wieder nicht aufgepasst, was das Passwort ist. Dann ist es jetzt Fluss. River. Okay. Jetzt muss ich nur noch an dem Spocko wieder vorbei. Das war einfach. So. Und nun. Ey, gerade stand ich direkt vor ihm, er hat sich nicht gesührt und jetzt auf einmal, ey, rastet er direkt aus. Das ist jetzt aber. Ich lass das einfach mal dich segeln, Opa. Ist echt nur die Frage, wie ich jetzt hier weiterkomme, ne? Ich denke mal, dass ich hier oben irgendwas machen muss. Frage ist nur was. Wir speichern jetzt hier. Ich glaube nicht, dass das jetzt gerade hier irgendwie als ein Kill von mir gezählt hat. Ich finde es auch lustig, dass diese Sequenz einfach zu einem völlig anderen Zeitpunkt gekommen ist. Wurfhaken. Ey, ich habe massig Wurfhaken. Aber da links ist auch nichts, würde ich sagen. Ja, super. Was habe ich benutzt, um... Egal, wir kämpfen jetzt einfach hier. No rest. Hä, was war das? Was war das für eine Attacke? Komisch. So muss ich mir das hier reinziehen. Natürlich ärgerlich. My body fails me. My body fails me. Ja, überspringen. Ups. Also kann ich die nicht besühren. Aber ich kann auch nicht zu dem Puppendings. Ey, sonst komme ich nicht weiter. Also ehrlich gesagt weiß ich gerade nicht, wie ich da weiterkomme.
Aber es ist der einzige Weg, oder? Was passiert denn wohl, wenn ich mich da hinsetze? Oder kann ich irgendwie diesen Kampf... I could tie a rope here. Diesen Kampf ausweichen? Wir können ja schon mal hier durch. Wow. Wenn ich jetzt wieder im Verlies lande, dann... Wow. Wie ich echt wieder... Ich weiß es. Das ist nicht zum Lachen. Das ist überhaupt nicht zum Lachen. Das sind doch Gegner. Kann ich da zwischenkrabbeln? Was für eine Frage, natürlich nicht. Hatte ich nicht eine bessere Schiffsrolle? So, das war... Ja, gut, okay. Wow. Kann ich nicht einfach fliehen, Leute? Ja, explodiert, das ist gut. Dankeschön. Sehr freundlich. Ich muss da, glaube ich, lang. Weiter. Ich meine, wenn wir hier entlang gehen, wir sind jetzt im dritten Obergeschoss, dann können wir hier entlang und hier entlang. Aber es bringt mir nichts. Denn hier geht die Treppe auch nur einfach runter. Und ich bin wieder im zweiten Obergeschoss. Und hier war das mit der Frau, die bedroht wird. Haben wir irgendwas übersehen? Rivers. Dankeschön. Wo kommen wir hier hin? Da geht auch eine Treppe runter. Und hier ist dieser Penner, okay. Und was ist, wenn wir hier runtergehen? Nee. Nee, das ist der einzige Weg, würde ich sagen. Origin. Ja. Es ist wirklich der einzige Weg. Dann muss ich wohl irgendwie was anderes antworten, würde ich sagen. Ja, schwierig. I could tie a rope here.
Ja, was soll ich machen, Leute? Oh, ich muss einen komplett anderen Weg gehen. Ich meine, da ist ja auch noch so ein Geheimgang da irgendwie, keine Ahnung. Da ist nichts mehr. Ne. Okay. Jetzt ist die Leiter noch da. Vielleicht hier irgendwie. My, my. You must be tough. Won't you stop and have come now? Come now. Okay. My, my. What a well-mannered shame, really, for a shinobi who blindly does as he's told. Shall be left without a le Ja, voll witzig. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Und dann bin ich wieder im Verlies. Das ist Mist. Wisst ihr was? Dann machen wir es anders. Wir machen es anders. Wir machen das so, nämlich, dass wir. Okay. Wir machen das so, dass wir jetzt nochmal einen anderen Safe benutzen. Und dann werde ich nochmal komplett im nächsten Part nach einem anderen Weg suchen. Wo immer der auch ist. Also Leute, bleibt so, wie ihr seid. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Bis denn.